Denke ich mal. Vielleicht fahre ich jetzt auch voll irgendwo gegen. Schauen wir mal. Und los! Und direkt am Start kein Überholen. So ist gut. 14. von 16. Na, super klasse. Doch, den Texano da, den kriege ich irgendwie noch. Oh ja, nicht. Doch, doch. Entschuldigung, 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 war alles Absicht. Habe ich ihn jetzt voll weggedreht? Huch. So, wie komme ich jetzt hier? Alter, fährt der mir voll vors Auto. Habt ihr das gesehen? Unverschämtheit. Oh. Scheiße. Ey, was machen die hier? Zieht der Wagen jetzt nach rechts? Bitte nicht. Nein, er zieht nicht nach rechts. Gut. Das heißt, wir können weiterfahren. Erstmal. Ey, die kloppen sich hier vorne alle für irgendwelche Positionen und da ganz vorne, da ziehen sie schon weg, ey. Dann habt ihr wieder super hingekriegt. Alter, wie ist der denn abgehoben hinten? Habt ihr das gesehen? Krass. Gut, dass ich das auf Video hab. Oh, außenrum, alter Vater. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Super. Wann muss ich bremsen? Jetzt, glaube ich. Oh. Ja, ey, hallo, mach jetzt Platz, du scheiß Minifahrer da. Puh, Platz 3. Wo ist denn der Erste? Der ist doch schon wieder meilenweit voraus. Ne, der ist gerade in der Kurve erst drin. Geht ja noch. Oh, shit, ich dachte, ich krieg den. So, das Rennen kann von mir doch noch eine Runde gehen. Ich glaube, den kriege ich noch in dieser Runde. Oh, ah ja, ich habe was vergessen. Beim Bremsen zieht er voll nach links. Weil mir irgendjemand da vors Auto gefahren ist vorhin. Oh, apropos vors Auto fahren, beziehungsweise kaputt fahren. Tschüss, Sikowski. Ich glaube, die Driver-Task-Schwierigkeit, das ist auch nichts für uns. Wir müssen noch eine höher gehen. Mann, wir sind einfach zu gut. Oh. Und jetzt ab durch Blanchiment. Eine schöne, ja. Gerade ist er nicht. Eine schöne Kurve. Allgemeine schöne Strecke, Spa. Also ich werde die Formel 1 irgendwann verfluchen, wenn sie die Strecke aus dem Rennkalender rausnehmen, aus irgendwelchem Grund auch immer. Weil die gehört einfach dazu. Finde ich. Es gibt kaum eine Strecke, die mehr Action bietet als Spa. Auch gerade durch das unberechenbare Wetter hier teilweise. Weil liegt ja mitten in Ardennen im Gebirge und da ist das Wetter genauso wie in der Eifel auch. Wenn Sonnenschein vorhergesagt wird, dann kommt der Regen und wenn Regen vorhergesagt wird, dann kommt der Regen auch. Mit Sonne im Gepäck, so ein Mischmasch. Erst Regen, dann Sonne, dann ist die eine Hälfte der Strecke nur was nass und der andere Hälfte nicht. Und wie auch immer. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt, was ich jetzt sagen wollte damit. Ich denke aber mal ja. Wenn nicht, einfach mal in die Kommentare hauen, dann erkläre ich es dann nochmal. So. Oh, das geht doch eh. Man muss hier nicht zwangsweise bremsen. Also ich habe jetzt einfach nur... Ich bin im vierten Gang darunter. Hab gemerkt, oh, das ist zu schnell. Bin vom Gas gegangen. Ich habe doch gebremst. Verdammt. Dann ist er nämlich ausgebrochen. Gang runtergeschaltet. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch. Und dann habe ich von der Bremse weg, vom Gas weg, damit er nicht ausbricht. Irgendwie sowas Komisches habe ich gemacht gerade. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn diese Challenge hier mit diesem Frontantrieb scheiß zu Ende ist. Ich glaube, danach muss was anderes her. Danach mache ich das, was ich auch privat angefangen habe, sage ich einfach mal. Meine Nase juckt gerade. Ganz blöd in der Kurve jetzt. Sage ich aber noch nicht. Soll eine Überraschung werden. Kann ich jetzt mal nur an. Oh.
Jetzt juckt das Auge, das darf doch nicht wahr sein. Gucken wir mal, dass wir hier im vierten Gang durch. Ne, das bringt nichts. Och, du Scheiße, der ist. Ich glaube, der ist komplett kaputt, der Wagen. Der kann alles nur nicht mehr geradeaus fahren. Gute Kurve, ja, vielen Dank auch. Immer wieder gerne. Oh, das ist richtig schwierig, mit dem zu bremsen, weil du musst beim Bremsen schon, musst du dann leicht nach rechts lenken, damit er nicht nach links ausbricht. Lustig irgendwie. Und jetzt Gas geben. Juhu! Gute Kurve. Warum keine perfekte Kurve, Mensch? Und die anderen sind meilenweit hinter uns. Wir müssen, ich glaube, wir können die Driver-Tar-Schwierigkeit direkt um 2 Stufen erhöhen. Weil das ist schon so krass hier. So, was machen wir denn jetzt? Ich kann hier Vollgas durchfahren. Ich habe nur zu spät eingelenkt. Musste deswegen ein bisschen lupfen. Verdammt. So, wo bremsen wir denn jetzt hier? Vor den Curbs auf jeden Fall. Das habe ich mir angewöhnt. Ich habe mir nämlich erst die Curbs in der ersten Runde so als Wegweiser genommen oder als Anhaltspunkt zum Bremsen, aber dann vielleicht ein bisschen spät. Aber nur ein bisschen. So, Bratmoros gewonnen. Die Aufnahme läuft auch noch. Huch, ach, das Mikrofon ist runtergerutscht. Also falls ihr mir jetzt schlecht gehört habt, verdammt. Warum rutscht das Mikro jetzt hier einfach so runter? Ist ja eine Unverschämtheit. Könnte an dem nicht mehr so ganz in Ordnung Dingsbums-Stativ liegen, verdammt. Jetzt rutscht es gleich wieder runter. Ich kann hier aber auch nichts mehr fester drehen, das nervt mich gerade so ein bisschen. Mann, oh. Scheißteil. Ich glaube, ich muss das Stativ austauschen. Ja, der dreht dir komplett durch. Ja, ich bin dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das Ding hält jetzt. Die Feststellschraube ist so ein bisschen, ich glaube, durchgeleiert. Ich musste mit einer Zange hier ein bisschen nachhelfen, aber ich hoffe, das reicht jetzt. Ansonsten muss ich gleich mal tauschen gehen. Wir sind auf Platz 67.000, das ist natürlich wieder super. Ich selber bin das Rennen noch gar nicht gefahren eigentlich, bin aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen auf Platz 13.000. Hast du nicht gesehen, das ist natürlich ganz normal. So, fortsetzen. Belgium's Bar. Francorchamps. Die nächste Veranstaltung führt uns nach Prag, die Hauptstadt von Tschechien und eines der beliebtesten Touristenziele Europas. Ach so, ich dachte, das wäre Moskau mit Wodka und... Ach nee, das ist ja Tschechien. Tschechisch kann ich jetzt nicht. Aber Prag ist das nicht... Das ist die Strecke aus dem Trailer von Forza 5, genau. Wo man den McLaren P1 und ich glaube es war ein Ferrari im Duell sieht. Oh, die sieht anspruchsvoll aus, die Strecke. Oh, 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 die wird kompliziert. Leckt mich fett, ey, boah. So viele Kurven, Schikanen und Haarnadelkurve, hast du nicht gesehen? Alter Schwede, also wenn wir die meistern wollen, dann müssen wir jetzt mal zeigen, was wir können. Ach so, das sind Überholdings, Sonderveranstaltungen. Das heißt, du müsst jetzt Autos überholen. Na, Autos überholen. Das kennen wir ja auch noch. Allerdings, diesmal auch mit mehreren Gegnern, glaube ich. Oder gar keinem Gegner. Okay, ich habe das mit einem, mit mehreren Gegnern schon gemacht hier. 18 Autos. Wir haben 2 Rundzeit. Das ist also, wenn das mal kein Problem ist. Ich kenne die Strecke nicht, ne? Das wollte ich schon mal so sagen. Überhaupt nicht. Ich kenne die vor allem andersrum nur ein bisschen. Das ist gerade das Problem. Also richtig rum würde ich das vielleicht noch so ein bisschen drauf haben, aber so rum ist gerade ein bisschen sehr tricky. So, schön über die Prager Brücke hier. Und ach, da überholen sie sich schon gegenseitig hier. Alter Schwede.
So. Haben wir schon 8. Super. Haben wir jetzt schon praktisch die Hälfte geschafft. Super. Und das in der ersten Runde. Also dann ist es eigentlich kein Problem. So, da kriegen wir jetzt sogar noch den nächsten in dieser Runde hin. Das ist natürlich super. 12 schon. Also okay, das wird kein Problem. Das ist einfach. Dann können wir uns ja eigentlich mal ein bisschen Zeit lassen und hier diese wunderschöne Stadt Prag so ein bisschen begutachten. Also hier sieht man auch dann den Detailreichtum mal aus diesem Spiel etwas genauer, weil bei den anderen Strecken gibt es ja meist dann doch nur Bäume oder sowas im Hintergrund oder als, als Kulisse. Und hier in so einer Stadt ist das schon was ganz anderes. Ich habe ja irgendwie die insgeheime Hoffnung, dass irgendwann auch noch Monaco als Straßenkurs hier zukommt. Oder wenigstens Valencia oder sowas. Wobei Valencia ist, naja. Dann eher Singapur. Das wäre geil. Das Nachtrennen aus Singapur kennt man ja aus der Formel 1. Wer es guckt, der kennt's. Auch sehr geiles Event und das stelle ich mir doch sehr geil vor. Obwohl ich es bezweifle, weil es ja hier auch keine Nacht gibt oder so bisher. Auch leider keinen Wetterwechsel. Also ist ein bisschen schade. Das ist so das, was noch fehlt in diesem Spiel eigentlich. So, verschiedene Wetterungsbedienungen, gerade zum Beispiel in Spa, so ein bisschen Regen, das wäre richtig episch. Oder auch mal Nachtrennen auf hier Della Sars, das wäre nur so die Sachen, wo ich sagen würde, boah, das wäre noch geil. Das muss eigentlich rein. Aber wir wissen auch nicht, was kommt, weil angeblich soll ja noch vieles, vieles nachgereicht werden in diesem Spiel. Weil das Spiel ja mehr oder weniger unfertig auf den Markt kam. Normalerweise sollte Forza ja viel später released werden, aber sie wollten halt einen Exklusivtitel für das Release der Xbox One raushauen und deswegen alles ein bisschen verfrüht und deswegen gehe ich davon aus, dass da noch einiges nachgereicht wird an Strecken und Autos. Weil es sind weniger Strecken als in Forza 4 und es sind auch viel weniger Autos als in Forza 4 und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so für Forza 5 machen wollten. Da kommt bestimmt noch was nach. Ich hoffe nur nicht kostenpflichtig, weil das wäre dann so ein bisschen Verarsche am Kunden. Aber bevor ich hier irgendwas spekuliere, warten wir lieber mal ab, was so passiert. Vielleicht noch dieses Jahr, das wäre natürlich super. Aber wir starten erstmal neu, genau. Wir setzen erstmal fort natürlich und gehen jetzt aus Prag, aus Tschechien nach... Wir kehren zurück auf eine der ältesten Rennstrecken der USA, den Sebring International Raceway. Nach Sebring, na super. Man hört meine Begeisterung raus. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder an Sebring sind. Eine wunderschöne Strecke. Hey, super. Ich hoffe, das ist der Kurzkurs jetzt mit diesen kleinen Pissautos. La. Sonnenschein, oh schön. Haben wir da draußen nicht. Natürlich die volle Strecke, Astrein. Hey. Wir haben übrigens 112.000 Credits mittlerweile. Geil. Okay. Ach, ich wollte doch... Fuck, ich starte das Rennen nochmal neu. Ich wollte Driver Tire deutlich mal... Okay, eine Stufe erhöhen, wenn ich ehrlich bin, nur. Oh, tut mir leid. Wir starten direkt mal neu. Weiß, habe ich gerade im Rennen noch gesagt und jetzt vergesse ich es schon wieder. Das ist super. Okay, Driver Test Schwierigkeit auf. Sehr erfahren. Oh, jetzt wird es aber holla die Waldfee. Ich glaube, wir werden trotzdem noch dominieren. Ich schätze mal, das muss man so auf die vorletzte Schwierigkeitsstufe stellen, damit die so ein bisschen wie wir sind. Ach, guck mal, Patrick, Let's Play. Ah, sind wir selber? Warte mal. Ach ja, wir sind ja hier schon gefahren, ne? Aber noch nicht mit diesen Pissautos. Wir sind doch hier mit dem 1er im Coupé gefahren, oder nicht? Hä? Komisch. Naja, was soll's. Und go! Und schalten. Ich vergesse natürlich, die Hinterreifen sind arschkalt, sehe ich gerade. Ach, und wenn man genau hinguckt, sind die Temperaturanzeigen der Reifen auch in drei... Alter! Oh, alter Fuck. In drei unterschiedliche Abschnitte unterteilt. So muss das nämlich auch sein. Ich dachte erst, das wäre einfach nur so ein Farbklecks, aber nein, die sind echt in Drittel eingeteilt. Das finde ich super.
Weil das, wenn man... Alter, wenn man jetzt darauf achten würde... Oder nach der Temperatur den... Alter! Den Reifensturz einstellen würde... Dann wird... Ach du Scheiße, dann braucht man nämlich die drei Drittel. Und wir sind jetzt... Alter, diese Frontantriebautos, ne? Ey, jetzt hast du mich, sollte mal schalten. Ja. Kaum stelle ich den Avatar hoch, kacken wir erstmal am Start richtig ab. Und wo muss ich bremsen? Bei 300. Also nicht 300 km/h, das schafft die Karre gar nicht, aber... Komm, den hier, den schnappen wir uns, diesen blöden Mini. Ach, guck mal, die machen da vorne sowieso ein bisschen Schlammcatchen. Dann können wir hier auch mal eiskalt links vorbei und dann können wir an dem eiskalt links vorbei und dann können wir hier mal links vorbei und dann fahren wir hier mal rechts vorbei. Dann nehmen wir den nächsten auch noch direkt mal mit, das ist doch toll. Oh, yeah. Ich glaube, die sind immer noch zu einfach. Huch, ey, zurück. So. Wo war ich vorhin stehen geblieben? Ach ja, bei den Dritteln der Reifentemperatur, weil... Ja, kaum will ich was erzählen, mache ich hier alles für den Arsch. So, ich den kriege... Nein, den kriege ich definitiv nicht. Oh! Ey, shit. Doch, den kriege ich wohl. So, die Drittel der Reifentemperaturen, weil links haben wir ein Drittel, in der Mitte das Drittel und rechts das Drittel. Und ich glaube, normalerweise müsste es so sein, dass das innere Drittel, also das zum Fahrzeug zeigt, immer das wärmere sein muss und nach außen wird es am kühlsten. Grund folgendermaßen, weil die Innenseite der Reifen normalerweise, wenn man es richtig eingestellt hat, immer... Alter, fuck you! Oh! Immer aufliegt auf der Straße und wenn man zum Beispiel geradeaus fährt, dann liegen die äußeren Flanken der Reifen gar nicht auf der Straße wirklich auf. Nur wenn man durch die Kurven fährt halt, dann liegen dann halt der komplette Reifen gerade auf der Strecke auf. Deswegen stellt man auch den Reifensturz ein. Weil wenn man noch 0% Sturz hat, dann liegt man in der Kurve nicht mit dem ganzen Reifen glatt in der Kurve auf dem Asphalt auf. Und dann hat man nicht wirklich Grip. Ich hoffe, das war jetzt soweit richtig. Und warum sind die da vorne so gut? Ich habe nur Silber momentan. Ich bin nicht in den Top 3, das ist nicht gut. Wir sind in der letzten Runde, Freunde. Jetzt muss noch jemand ein bisschen Gas geben. Ich versuche mal weniger zu quatschen jetzt. Jetzt wird hier mal... Fuck you! Mano! Alter, die kannst du so schlecht lenken. Ich finde das ekelhaft. Ich bin froh, wenn wir das hier vorbei haben. Ey, das ist so... Boah, warum habe ich das mal ausgewählt? Frontantrieb, das kann man doch nicht antollen. Das ist nix. Frontantrieb ist für, um von A nach B zu kommen. Aber nicht, um Spaß zu haben. So, Punkt, Ende. Eine Diskussion. Ach, leckt mich doch. Ich habe hier den Bremspunkt schon wieder komplett verpasst. Ich weiß auch nicht warum. Ich starte das Rennen aber nicht neu. Könnt ihr vergessen. Siebter. Nein, Alter, Alter. Ey, ihr Penner. Okay, das war meine Schuld. Ich bin einfach so auf die Strecke gefahren. Für den neuen Platz gibt's nichts. Noch nicht mal ein warmes Brötchen. Aber wir haben ja noch ein paar Kurven Zeit, nicht wahr? Für den 8. gibt es übrigens auch nichts. Doch, Bronze, ne? Doch, klar, das 8. ist, glaube ich, Bronze. Ich möchte jetzt gerne mal vorbei hier. Was bremsen die hier in dieser Kurve, ey? Die sind doof. Entschuldigung. Wagen ist eh kaputt, das ist halt egal. So, Silber haben wir jetzt schon mal wieder. Wenn wir jetzt natürlich keinen Fehler machen. Perfekt, das war eine perfekte Kurve, ich bin da voll durchgerutscht. Naja, gut, okay, dann rutsche ich ab jetzt durch jede Kurve durch, habe ich auch kein Problem mit. Wenn es dann immer eine perfekte Kurve gibt, bin ich dabei. Ich komme jedenfalls in den 5. Gang, ne, ganz klasse.
Hier liegt ein Hütchen auf der... das war ein ganzer Front-Dings-Schürze, glaube ich. Komisch. So, 5., 6. Platz. Das ist, naja, sehr schlechtes Ergebnis, aber das liegt an der Strecke. Ich mag die nicht so.